Nö. Zweimal nur. Ah, das kommt öfter auch gedoppelt vor. Dann könnte das auch ein L oder ein T sein. Dann halten wir das mal fest. Das war einmal das und einmal das. Die sehen beide ein bisschen aus wie Cs. So. Kommt auch nicht oft vor. Oh, der aber. Und der hat ganz oft, ist ganz oft am Ende. Dreimal jetzt hier direkt untereinander und hier auch einmal. Könnte ein N sein. Oh ja, der kommt auch oft vor. Wir können ja mal durchgehen. Also wenn es ein N wäre, dann müssten... Ah, wir haben hier zweimal Buchstaben mit I. Im und in vielleicht. Das könnte ein I sein, ha? Huh? Dann könnte das auch ein Ist sein. Ich versuche es jetzt mal mit I. Und mit dem S. Und mit dem T. Dann könnte das ein E sein für sei. Dann kommt hier übrigens tatsächlich ein Tut raus. Was? Ernstl, wie bei Balgenmännchen. IUU sind am häufigsten. Stimmt, Ernstl war's. Ah, Ernstl, tatsächlich? Dann doch tut, ne? Unglaublich, oder? Okay. Tut. Uns ist. Aha, ha, vielleicht ein uns ist. Moment. U. Ah, nein, 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 da haben wir doch schon. Tat. Ah, das könnte die Tat sein. Es könnte die Tat sein. Die Tat. Ah, das passt aber hier auch nicht. Das passt hier auch nicht. Silu? Was soll das sein? Ah, das S passt nicht. Das S passt nicht. Okay, dann. Aber die. Moment, wie viele. Wie oft kommt denn das vor? Nicht so oft. Okay. Dann doch eher ein U, oder? Tut. Das S. Das S, das S. Tat, ja, ja, Tat, genau, habe ich auch erst gedacht. Tat. Ich gucke jetzt erstmal hier nach dem M vielleicht. Im. Sim. Sind. Ah, N. Dann doch lieber das N. Dann nehmen wir da mal das N. Sinn. Tut. In. Und dann könnte das hier das Im sein. Wo haben wir den denn? Kommt aber echt nicht vor. Oft vor. Im. In. Im. Ach, das sieht alles gar nicht richtig aus. Aber hier, guck mal, das ist ein Wort, was zweimal vorkommt. Vielleicht was ist? Moment. Aber ein W so oft? Ne, passt hier nicht. Das nehmen wir wieder raus. Sind tot? Oh, oh, stimmt. Ha, es kommen immer mehr Worte mit T, T und T. Ja, cool. So, dann wollen wir das O da lieber hin, wo das U ist. Also müssen wir das U erstmal wegnehmen. Tot, tot. Sind tot. Ich probiere es mal aus. What? Das O. Ich wollte doch das O. Moment. O und zwar so. Sind tot. Das ist. Ah. Okay, dann wäre das das A. Das ist. Sind. In. Im. Da.
Standi. Hier ist das U. Jetzt haben wir das U doch noch gefunden. Das und. Da. Arno und irgendwas. Amada sind tot. Das ist. Sind in die. Dann dürfte das das E sein. So, Amada sind tot. Das ist ein. Sind in die beim Treffen. Das ist das Treffen, oder? Ein R. Treffen. Amada sind tot. Das ist ein. Ein Zufall. Das ist der Zufall. Z. Zufall. Na, wo bist denn du? Da. Das ist kein Zufall. Ach, guck mal. Das K von kein sieht auch aus wie ein kein. So, das ist kein Zufall. Offenbar. Sind alle in Gefahr. Das reimt sich sogar. Gefahr. Da. Die beim Treffen im irgendwas dabei waren. Sei extrem. Das ist also ein X. Vorsichtig. Das ist das C. So, Pierre. Es fängt an mit Pierre. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und ich würde sagen, Yamada. Die Notiz lautet Pierre. Vollständiger Bericht später. Jetzt nur so viel. Arno und Yamada sind tot. Das ist kein Zufall. Offenbar sind alle in Gefahr, die beim Treffen im Juli dabei waren. Sei extrem vorsichtig. X. Ja, super, ihr habt so schön mitgeredet, geraten. Ich bin die Einzige, zwischen den Opfern des Kostümmörders erkannt hat. Ich hatte recht. Darum wollte er sich mit mir treffen. Aber was weiß ich, was er nicht wusste? Ich habe genug Material für eine Story. Eine unglaubliche Story, die mich berühmt machen und Kershans Ruf zerfetzen wird. Ich muss schnell nach Hause und lostippen. Schnell nach Hause. Nikos Wohnung an diesem Abend. Die sieht ja sehr aufgeräumt aus. Guck mal, hier hängt die Wäsche über der Lampe oben. Oder ist es tatsächlich... Bonsoir, Collard. Nico, ich bin's, Ronny. Hallo, Ronny. Na, schon den Champagner geköpft? Spinnst du? Was ist denn los? Wart mal, du hast es nicht gedruckt? Natürlich habe ich es nicht ins Blatt genommen. Das ist das Beste, was ich jemals geschrieben habe. Das Letzte, soweit es mich angeht. Es ist wichtig. Es ist Selbstmord. Du kannst nicht einfach einen Nationalhelden demontieren. Aber er hat's verdient. Seine Leiche ist nicht mal unter der Erde. Ronny, vor 2 Stunden habe ich dir erzählt, was ich rausgefunden habe, und du warst ganz heiß drauf. Du hast mich angefleht, die Story sofort zu schreiben. 2 Stunden sind eine Ewigkeit im Zeitungsgeschäft, Nico. Jemand hat dich unter Druck gesetzt, stimmt's? Hör zu, Nicole. Hör gut zu. Pierre Cachon hatte eine Menge Freunde. Sehr mächtige Freunde. Tu dir selbst einen Gefallen. Ich soll vergessen, was passiert ist? Ich sehe, wir verstehen uns. Ende der Diskussion. Gute Nacht. Na toll. Das hätte mein großer Durchbruch werden sollen. Aber ich weiß genau, ich kann die Story niemandem sonst verkaufen. Wenn Ronny sie nicht drucken will, dann die anderen erst recht nicht. Es ist so schlimm. Übrigens ist es wahrscheinlich wirklich ein Wäscheständer, weil die Lampe hängt ja hier neben. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, mein Name ist Plantin. Ich muss mit Ihnen über Ihre Story reden. Ihre Story über Pierre Cachon? Woher wissen Sie... Es gibt Leute da draußen, denen Ihre Story sehr ungelegen käme, Mademoiselle. Ach, wirklich?
Dann ist heute ja wohl Ihr Glückstag. Die Story liegt nämlich auf Eis. Ja, ich weiß. Wir müssen uns treffen. Ach, müssen wir? Ich habe Informationen zu Ihrer Kostümmördergeschichte. Morgen früh, 8 Uhr. Café de la Chandelle Verte, Rue Alencor. Ich werde einen grauen Mantel tragen. Sie dürfen mit niemandem darüber reden. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich... Morgen um 8. Ich erwarte Sie. Die Leute beschweren sich ja dauernd über Zeitungsartikel. Aber normalerweise nicht, bevor sie überhaupt gedruckt sind. Langsam bekomme ich Angst. Dieser Plantin. Kann ich ihm trauen? Soll ich mich mit ihm treffen oder das Ganze vergessen? Ich weiß keine Antwort darauf.